Jo, was geht ab? Hier ist wieder euer Tanzverbot. Doppelpisser geht raus. Nein, Spaß, denn das ist wieder mal Ramses der Dicke. Ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Habe ich auch nicht geklaut von anderen YouTubern. Aber ich habe letztens das schon gehabt. Ich habe so viel Post bekommen auf einmal und habe gedacht, ich will da einfach mal mit euch reingucken, weil ich selber gar nicht mehr wusste, was da kommt. Und heute hat es einen besonderen Anlass, weil heute ist was gekommen. Das möchte ich euch zeigen. Das wird den Kanal für immer verändern oder auch nicht. Müssen wir uns anschauen. Ich habe auf jeden Fall hier Post bekommen. Ein paar Pakete heute. Guckt euch das mal an hier. So, reicht. Mehr muss man nicht zeigen. Heute ist der 30.12., also ein Tag vor Silvester. Das Jahr kann gut zu Ende gehen, denke ich mal. Und ihr kennt das ja, viele YouTuber machen das ja meistens so, zeigen ihre Post, sagen hier, guck mal da, na guck doch mal, ne? Aber wir wollen das auch machen. Du weißt, dass man dich sieht? Gut, alles wird super. Auf jeden Fall wollen wir mal eins nach dem anderen aufmachen, mal schauen, was da drin ist. Und wie die großen YouTuber das immer so machen und jeder immer den längsten haben will, holen die dann immer ihr Messer raus, ihre Machete, immer so ganz provokant so. Und dann zack, und dann schneiden die das so ganz gemütlich auf und zeigen immer so, ich bin YouTuber, mit mir ist nicht zu spaßen. Der Ramses hat das nicht. Beziehungsweise der hatte das mal, dann hat das die Polizei eingezogen, dann hat das wiedergekriegt, dann hat das versteckt. Aber das ist eine andere Geschichte, deswegen werden wir heute alles einfach per Hand aufmachen. Richtiger Hartz IV Lifestyle eben. Wir fangen hier mit dem ersten an, ziehen das mal auf. Ihr seht schon, nicht mal beim Ziehen klappt das. Mann, Mann, Mann. Also ziehen wir es einfach von der anderen Seite auf. Wir schmeißen einfach alles hier hin. Gucken mal, was im ersten Päckchen drin ist. Was ist das denn? Tunnel für die Ohren. Nee, das sind gar keine Tunnel. Das ist eine Pfeife. Budavie Metallpfeife, auch von Tabakwaren. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt auspacken soll oder nicht. Eigentlich will ich sie nicht auspacken. Ihr seht das ja hier. Eine Metallpfeife. Damit könnt ihr also euer Crack rauchen. Richtig genial. Ist natürlich nicht für mich. Habe ich nur bestellt. Ist für einen Freund, sage ich mal. Sieht auf jeden Fall lustig aus, ne? Wenn ich das so sehe, das hätte ich auch damals in der Lehre selber drehen können. Einfach aus Alu. Obwohl, wir haben kein Bundesalu gehabt. Hätten wir uns selbst einfach schon eine schöne Crackpfeife drehen können, zusammenbasteln, Gewinde drauf gedreht, alles Mögliche ausgefräst, gemacht, hin und her. Aber habt ihr auch eine Crackpfeife? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist also das Erste. Irgendwie wird heute vieles darum gehen. Das werdet ihr noch sehen. Jetzt werden wir als Zweites, machen wir mal hier das Weiße auf. Das Weiße sieht gut aus. Ihr seht, wir brauchen gar keinen. Wie ist das denn eingepackt? Da kann doch jeder einfach den Finger rein und aufziehen und dann ist das schon da. Also das hat doch nichts mit einer Verpackung zu tun. Das holen wir raus und wir haben hier ein Boom. Eine Herdplatte. Guckt euch das doch an. Falls ihr mal unterwegs seid, beim Campen natürlich, wollt euch hier einen schönen Linseneintopf machen unterwegs, könnt ihr das bei euch am Auto anschließen. Ihr seht, ihr habt ja auch den passenden Stecker für euren Zigarettenanzünder. Den pfropft ihr da rein. Und dann könnt ihr das anmachen und könnt hier drauf eure Linsensuppe oder euren Erbseneintopf erhitzen. Richtig genial. Vorsicht, nicht anfassen, ne? Denn die Linsensuppe, die wird so heiß, da verbrennt ihr euch noch die Finger. Das gehört nämlich auch dazu, denn wenn man sich eine schöne Crackpfeife reingeraucht hat, kriegt man meistens einen Fressflash und möchte dann Linseneintopf haben. Das kommt mal hier alles weg. So, jetzt tun wir den ganzen Boden zumüllen. Was ist das? Keine Ahnung, das gehört dazu. Vielleicht sind das die Füße dazu, die man unten reinsteckt, dass das besser auf dem Boden stehen bleibt. Jetzt haben wir hier noch was richtig Schweres. Hier, das ist genauso schwer, also machen wir mal das erste Schwere auf. Hier wird es jetzt problematisch, hier würden die normalen YouTuber jetzt ihr Messer rausholen. Mein Messer ist mein Finger, den tue ich also hier ansetzen und dann hier runterziehen. Und dann seht ihr schon, wie leicht das aufgeht. An der anderen Seite machen wir das Ganze auch nochmal. Mein Messer kommt jetzt hier rein und ziehe ich dann hier runter, ungefähr so. Und das geht spielend einfach. Jetzt müssen wir nochmal das Messer in der Mitte ansetzen. So, sieht aus wie neu, der Karton auf jeden Fall. Den können wir aufmachen. Hier haben wir einmal nichts.
Wir haben noch mehr Nichts, das kommt weg. Und in der Mitte eine Packung Zauberwürfel. Die braucht ihr natürlich perfekt für die Shisha. Shisha scheint eine besondere Teesorte zu sein, sage ich einfach mal. Reine Natur, Kohle aus Kokosnussschalen, also auch für den Kaffee geeignet. Ihr wisst das, wenn ihr da Kaffee habt, wenn ihr da Tee habt und wollt euch gern mal einen trinken und es ist so bitter, gebt euch einfach ein paar Würfelzucker, kennt man ja, aber hier ganz speziell, gebt euch Zauberwürfel und es schmeckt einfach noch besser. Wollen wir das mal aufmachen? Können wir hier oben reinfassen? Dann heißt, ey Ramses, du hast meine Zauberwürfel aufgemacht und heimlich genascht. Die sehen dann auf jeden Fall so aus. So, erkennt man nichts, ist einfach nur schwarz. Wir machen es auch wieder zu. Ist nämlich auch nicht für mich, nicht für den eigenen Gebrauch. Ich trinke meinen Kaffee schwarz, beziehungsweise ich trinke überhaupt gar keinen Kaffee. Deswegen brauche ich auch keine Zauberwürfel. Die stellen wir auch weg. Und irgendwas mehrt hier neben mir rum. Ich glaube, das ist der Adi, der macht hier mit der Verpackung rum. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das, wir machen wieder das Messer, müsste das in diesem Karton im Prinzip dasselbe sein, da ich mir gedacht habe, wenn sich die Leute den Kaffee süßen und den Tee süßen, dann ist das ja sehr schnell zu Ende. Warte mal, wie machen wir das denn hier? Wir nehmen einfach mal zack, X-Men und dann ist das auch auf. So. Deshalb bestellt euch doch einfach, wieder mal den Müll raus, noch eine Packung Zauberwürfel. Dann könnt ihr eine nehmen, da schreibt ihr Tee drauf, die andere nehmen, da schreibt ihr Kaffee drauf und dann könnt ihr extra euren Kaffee süßen, euren Tee süßen, die kommen sich nicht in die Quere. Nicht, dass euer Tee plötzlich anders schmeckt als euer Kaffee. Das kommt auch wieder hier weg. Das legt man hier drauf und damit ihr seht, dass das jetzt nicht ein Zauberwürfelkarton war und ich euch hier verarsche. Es sind halt wirklich zwei Stück dabei gewesen. Das ist wichtig. Aber jetzt kommen wir zum Highlight natürlich, auf das ich wirklich gewartet habe, was ganz besonders ist. Und das hat wieder mal die beste Verpackung von allem. Das ist nämlich einfach nur in der Tüte drin, wo also jeder durchgucken kann, jeder schon genau weiß, was es ist und da einfach einen Adressaufkleber draufgeklatscht, per Hermes gekommen, gestern verpasst, nee, vorgestern verpasst, vorvorgestern verpasst und heute kam das an, schnelle und kostenlose Lieferung, richtig genial, das ziehen wir mal auch hier ab, werfen das weg, holen wieder unser Messer raus, ziehen das hier raus, ihr seht hier schon Yeti. Was wird das denn sein? Wir gucken es uns mal. Wo ist denn da der Anfang? Ich glaube, das hat gar keinen Anfang. Das ist hinten. Das ist Seite. Das ist... Hä? Ach so. Das ist die Seite. Obwohl ich dachte, das ist hinten. Dann dachte ich, das ist die Seite, weil das auch die Seite ist. Dann habt ihr hier die... das ist vorne. Nee, das sieht auch aus wie hinten. Alles ist hinten, alles ist vorne. Denn das ist vorne eigentlich. Yeti. Und ihr seht hier einen, sieht aus wie ein riesen Dildo auf jeden Fall, mit Knöpfen dran für die Vibration zum Einstellen. Habe ich mir gegönnt. 4 Force Settings, Infinite Possibilities. Wer Englisch kann, weiß vielleicht, was das bedeutet. Wir haben uns auf jeden Fall einen kleinen Yeti bestellt. Steht da auch was Deutsches drauf? Nee, da nicht. Aber guckt euch mal die lustigen Bilder an. Hier mit Kopfhörer, hier mit Erdbeerschnürchen, mit Gitarre, mit, keine Ahnung, mit Pistazien, mit und einfach ohne und mit Schlips und Kragen und zu zweit, dann richtig aggressiv. Das also ein Mikrofon, das ich mir gegönnt habe, da wir trotzdem auf die 1000 Abonnenten zugehen und ich mir dachte, ab 1000 Abonnenten kann ich ja auch von unterwegs Livestreams machen mit dem Handy bei einem Community Day oder sowas, wie Sabrina das immer macht, dann könnte ich zum Beispiel am Community Day die erste halbe Stunde live streamen, wenn die Geschenke aufgehen, wenn die Freunde aufsteigen, dass ich das nicht immer in einem extra Video machen muss, muss das immer extra bearbeiten, extra hochladen, muss nicht immer zu warten, bis was passiert und dann die Kamera rausholen, so kann ich einfach effektiv spielen und fangen und alles, was nebenbei aufgeht, seht ihr dann direkt und könnt ihr euch nachträglich auch angucken, wenn der Livestream hochgeladen wird. Geht aber erst ab 1000 Abonnenten.
Dazu brauche ich aber natürlich das Mikrofon nicht, weil das macht ihr ja unterwegs mit dem Handy. Aber weil ich dann über Livestreams nachgedacht habe, auch mobil, habe ich gedacht, vielleicht kann man die ja auch so machen, vom PC aus. Ich wüsste zwar jetzt noch gar nicht, was ich machen soll, ob ich mich dann einfach hinsetze und blende hier einen Spenden-Button ein und mache hier einen Rauch an und fange alle 10 Stunden mal ein Pokémon und sage, los, spendet mir Geld. Muss jeder selber wissen, wie, was, wo, aber ich wüsste auf jeden Fall bei meinem NHR-Battle, was ich ja immer jedes Jahr mache, was jetzt auch wieder vom 1. Januar bis zum 31. Januar mit Qualifikationsphase losgehen wird, Leute mir wieder ihre Runden schicken, wieder Musik machen, wir wieder ein großes, brutales Battle-Rap-Turnier im Internet veranstalten und ich das ja auch immer bewerten muss, habe ich mir gedacht, bevor ich mich hinsetze jedes Jahr, beim Rundenbewerten ellenlange Texte schreibe und die dann poste, könnte ich natürlich auch immer so einen Bewertungsstream machen, was vielleicht viel besser ist, weil ich mir die Runden eh nie angucke, wenn ich die hochlade. Ich lade die hoch, ich teile die und dann irgendwann eine Woche später setze ich mich hin, will die alle bewerten und dann wäre es ja cool, wenn dann der First Look, das erste Mal, wenn ich auf die Runden drauf schaue, das wirklich live mache, ihr dabei sein könnt, diejenigen, die das interessiert, diejenigen vom NHR-Battle-Kanal. Wenn ich also da sitze, mir die Runden angucke, meine Live-Reaktion zu erkennen ist, ich direkt live meine Meinung auch schon dazu sage, es in dem Moment, wo ich sehe, auch direkt schon bewerte oder sage, wen ich besser finde, wen nicht. Und deshalb habe ich mir letztens auch schon eine Webcam geholt für über 100 Euro. Sieht aber scheiße aus, das Bild ist richtig mies. Man sollte halt nicht Großbilder mit aufnehmen, sondern wirklich nur kleines Fenster. Und ich habe gemerkt, der Ton, der ist richtig kacke. Also ich würde das nicht mal als Ton bezeichnen. Deshalb habe ich mir jetzt zusätzlich hier dieses Mikrofon geholt, in der Hoffnung, dass ich vielleicht mal ein paar Livestreams machen kann mit gutem Ton, mit irgendwie ein bisschen ansehnlichem Bild. Das muss ich schauen, ob wir das so hinkriegen. Und vielleicht schaffe ich es ja auch, das irgendwie in Pokémon Go zu implementieren, da irgendwelche Sachen mitzumachen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer das jetzt sieht, was habt ihr für Ideen für Livestreams, was könnten wir denn mal machen auf dem Kanal, wenn wir die 1000 Abonnenten auch erreicht haben. Ich meine, ich könnte auch jetzt Livestreams machen, unabhängig von 1000 Abonnenten, aber ab 1000 wollte ich dann halt wirklich sehen, dass ich auch mal was Besonderes biete. Was würdet ihr euch wünschen für den Kanal, was würdet ihr euch wünschen als Livestream, was könnte man da so machen, was wären da eure Pläne, Ziele, Wünsche natürlich, und das möchte ich mir hiermit eben verwirklichen mit dem Yeti. Oh, steht auch alles drauf, ne? Game Streaming, wunderbar, Referenzcalls, alles mögliche. Ich kann euch das ja kurz nochmal zeigen, von meiner Sichtweise aus hier, habe ich nämlich die ganze Zeit nicht gemacht. Hier seht ihr also Yeti, hier mit dem Yeti drauf, mit Brille, das bin also ich direkt. Dann hier nochmal die Vorderseite, Blue Yeti, gab es in verschiedenen, hier ab 18, guck, Crimson irgendwas, gab es natürlich in verschiedenen Farben. Ich habe mich für das Rote entschieden, fand ich eigentlich ganz cool. Hier seht ihr nochmal die einzelnen verschiedenen Yeti-Muster, die da drauf sind. Der Karton sieht eigentlich cool aus, auch so zum Hinstellen. Wenn ich Rapper, ich bin ja Rapper, ne, da kann ich einfach mal eine CD reinpacken und sagen, ich habe meine eigene Box erstellt, die ihr erwerben könnt, mit einer CD von mir drin und einer Unterhose oder so. Und dann tue ich das in dem Karton einfach verschicken. Da freuen sich sicherlich die Leute und rasten komplett aus. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das ist, ob sich das gut anhört oder nicht. Zum Aufnehmen habe ich ja eigentlich ein anderes Mikrofon für meine Lieder, aber ich will nicht immer zu alles umbasteln, ummodeln. Deswegen habe ich mir das extra nochmal gegönnt, ohne vorher Spenden zu sammeln für besseres Equipment. Das haue ich natürlich immer so raus, einfach so. Muss ich halt mehr Dosenbier trinken, dass ich dann vom Pfand mir immer Mikrofone kaufen kann und Equipment. Aber das schaffen wir schon alles, das passt. Ich hoffe, es war irgendwo ein bisschen interessant für euch. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was habt ihr zuletzt so bekommen per Post? Was habt ihr zuletzt so bestellt? Was habt ihr zuletzt so erhalten? Was waren da für lustige, coole Sachen dabei? Und auf was seid ihr besonders stolz? Habt ihr euch auch Zauberwürfel bestellt oder Crackpfeifen oder einen Linseneintopfherd? Also alles, was man zum gemütlichen Campingausflug im Winter natürlich braucht.
Ich hoffe, ihr erkennt ein bisschen das Ironische, Sarkastische, wie auch immer. Und nehmt mir das nicht übel, bevor jetzt wieder jemand kommt. Hä, hat er gar keine Ahnung, das ist doch Shisha-Kohle. Hä, bin ich dumm, habe ich das jetzt jahrelang falsch verwendet? Dann würde ich sagen, ja. Aber darum geht's nicht. Deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal irgendwas in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Da, guck, guck.